Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu der Preisverleihung für den Reportagepreis für junge Journalisten 2012. Mein Name ist Pauline Tillmann. Ich bin hier quasi als Vertreterin von jungejournalisten.de. Was jungejournalisten.de ist, erzähle ich gleich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend den Weg hierhin gefunden haben und nicht vor den Fernseher, um Lanz zu gucken. Und ich kann schon mal versprechen, dass es ein schöner Abend wird mit einem abwechslungsreichen Programm und tollen Reportagen. Jetzt haben wir die ersten Sitzprobleme, ja. aber die kriegen wir gelöst. Ich habe den Preis vor 2 Jahren mit aus der Taufe gehoben. Geht das so vom Mikrofon her? Ja, muss noch ein bisschen näher ran, glaube ich. Ich habe den Preis vor 2 Jahren mit aus der Taufe gehoben und im ersten Jahr haben wir mit Zeit Online kooperiert. Dieses Jahr sind wir mit süddeutsche.de als Medienpartner dabei und wir haben diesen Preis aus der Taufe gehoben, weil wir der Meinung sind, also wir, ich und noch andere Kollegen, junge Kollegen, dass die Zukunft im Journalismus Richtung Analyse, Meinung, Hintergrund und aber vor allem auch Reportage geht. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eine tolle Idee, wenn wir das mit einem Reportagepreis fördern. Was ist jungejournalisten.de? Einige sind hier, die wissen das vielleicht nicht, deswegen sage ich das ganz kurz. Jungejournalisten.de ist ein virtuelles Netzwerk im Wesentlichen, das aus 200 engagierten jungen Journalisten besteht, die im Radio-, Print-, Fernsehbereich arbeiten. Und im Prinzip ist es so, dass wir virtuell kommunizieren und einmal im Jahr gibt es ein Bundestreffen, wo wir auch real quasi aufeinandertreffen und uns austauschen können. Und dieses Jahr gibt es sogar 2 Bundestreffen. Eines hat im Januar in München stattgefunden und jetzt läuft gerade das 2. Bundestreffen hier in Berlin. Das heißt, es hat am Donnerstag angefangen und geht noch bis morgen. Das wird dann immer mit einem Brunch beendet. In dieser Zeit treffen die Kollegen ganz viele interessante Leute, also Redaktionsleiter, aber eben auch wir tauschen uns untereinander aus und jetzt können wir praktisch dieses Bundestreffen mit der feierlichen Preisverleihung beschließen, dieses Bundestreffen in Berlin 2012. Und deshalb sind auch einige Kollegen da, die praktisch extra für dieses Bundestreffen angereist sind, aber darüber hinaus eben auch noch viele, die diesen Reportagepreis ja gut finden. Und ja, es ist überhaupt erst möglich, diesen Preis quasi hier feierlich zu begehen, weil wir Unterstützung erfahren haben. Unterstützung von süddeutsche.de, aber eben auch Unterstützung von der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir haben sehr lange nach nach dem Preisgeld gefahndet sozusagen, haben sehr lange nach Sponsoren gesucht, die dieses Preisgeld stiften. Und die Heinrich-Böll-Stiftung war so nett und hat gesagt, wir unterstützen das, wir finden, das ist eine tolle Sache. Und deshalb bitte ich Annette Mädel von der Heinrich-Böll-Stiftung auf die Bühne, die uns kurz begrüßende Worte sagen möchte. Prima, das ging ja schnell. Also, herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist Annette Mendel, ich bin die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Heinrich-Böll-Stiftung und ich sage herzlich willkommen zum jungen Journalistinnenpreis, Journalistinnen- und Journalistenpreis, bitte beide zu benennen. Einige von Ihnen haben ja schon die Heinrich-Böll-Stiftung kennengelernt in den letzten 2 Tagen. Ich hoffe, Sie haben sich wohl bei uns gefühlt und ich hoffe, Sie werden sich weiter bei uns wohl fühlen. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und dass Sie da sind. Pauline Tillmann hat es angesprochen, die Zeitungen und insbesondere die Online-Medien werden hintergründiger werden müssen, weil ich denke oder weil wir denken, dass sozusagen nicht nur die Informationsflut hier unfassbar und immer mehr wird, sondern dass auch die Leserinnen und Leser einen großen Teil von Orientierung brauchen und suchen. Und das sind natürlich Journalistinnen und Journalisten diejenigen, die diese geben können und die qua ihrer Expertise, ihres Verstandes, ihres Wissens, ihrer Neugier und vor allem auch ihrer analytischen Fähigkeiten das machen. Und ein Teil davon ist sicherlich auch die Reportage. Die Reportage, das wird dann vielleicht auch der Kollege von der Süddeutschen sagen, als der sogenannten Königsdisziplin genannt, die ja nicht nur spannend sein soll, sondern die uns bestenfalls auch einen Spiegel vor das Gesicht hält.
Und in diesem Sinne war es für die Heinrich-Böll-Stiftung eigentlich sehr schnell entschieden zu sagen, ja, wir wollen diesen Preis unterstützen, weil wir das gut finden und weil es letzten Endes auch etwas an Heinrich-Böll mit aufnimmt, nämlich das Credo, dem wir uns auch verpflichtet fühlen, was da heißt, einmischen ist die einzige Möglichkeit, realistisch zu bleiben. Und ich glaube, das ist gerade im Journalismus und in der Reportage ein Motto, was immer noch gilt. Und daher freue ich mich, dass wir einen Teil der Reportagen lesen konnten und dass wir heute auch einige auszeichnen dürfen. Und in diesem Sinne denke ich oder hoffe ich für den Preis, dass das zwar das zweite Mal ist, aber schon nochmal ein neuer Start, dass dieser Preis in Zukunft auch noch mehr Akzeptanz und Relevanz erfährt und tatsächlich mit in diese große Preisriege, die es im Journalistenpreis gibt, mit Einzug hält. Vielen Dank und herzlich willkommen. Vielen Dank für die Grußworte, Annette. Und ich übergebe das Wort direkt an Stefan Plöchinger, den Chefredakteur von süddeutsche.de. Stefan krempelt die Redaktion von der Süddeutschen Zeitung ganz schön kräftig um. In den letzten 2 Jahren hat er das gemacht. Und als ich ihm von der Idee dieses Reportagepreises erzählt hatte, fand er das total gut und hat uns sofort tatkräftig unterstützt. Und in seiner Laudatio spricht er über die aktuellen Herausforderungen im Journalismus, aber speziell auch für junge Journalisten. Schön, dass du da bist, Stefan. Vielen Dank. Ich finde den Preis auch nach wie vor sehr gut. Gilt auch im Präsens. Ja, liebe Preisträgerinnen, Kolleginnen, Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wie man so schon sagt. Als Mann des nicht wirklich gedruckten, aber veröffentlichten Wortes werde ich öfter auf mein iPad schauen als meine Vorrednerin. Vor dieser Preisverleihung hat es eine Debatte gegeben über junge Journalisten, wie sie ticken, unter welchen Umständen sie heute arbeiten müssen und in diesem Beruf finden. Ich will gar nicht auf die konkrete Debatte eingehen. Ich will auf junge Journalisten und die Umstände, in denen man heute diesen Beruf macht und lernt, ein bisschen was sagen. Ich bin selber 36, habe 2 Medienkrisen im Job überstanden. Ich sage immer nicht überlebt, sondern überstanden. Und ich hatte ziemlich viel Glück. Nach meiner Wahrnehmung beginnt gerade die 3. Medienkrise in 10 Jahren. Wir wissen es noch nicht so genau, aber was wir wissen ist, dass der Journalismus eine Art Krisenberuf geworden ist. Auf jeden Fall ein Beruf, der in dieser Breite, wie wir es kennen, bedroht ist. Nun gibt es in der Managementsprache die Regel, dass man nicht Krise sagen soll, weil es so demotivierend ist, zumindest nicht öffentlich. Man soll stattdessen Herausforderung sagen. Außerdem sollte man, wenn man über Probleme oder Defizite redet, niemals von Schwächen sprechen, sondern immer von Potenzialen. Und wenn man über bequeme Kollegen sagt, soll man besser sagen, dass es da noch aktivierbares Humankapital gäbe. Ich finde, das sind natürlich irgendwie Sprachtricks aus der Managementsprache und es ist Schönfärberei. Ich finde, dass es allerdings in einer Zeit, in der im Journalismus nicht sehr vieles richtig rund läuft, sondern eher manches schlecht, wir vielleicht tatsächlich den Schalter umlegen sollten und wir vielleicht nicht darüber klagen sollten, dass es eine Krise gibt, dass es Defizite gibt, dass es die deutschen Medien noch nicht so weit geschafft haben wie die angelsächsischen und dass es irgendwie viel zu viele bequeme Kollegen gibt hierzulande. Vielleicht sollten wir tatsächlich sagen, in unseren Redaktionen schlummern aktivierbare Ressourcen. Es gibt enorme Potenziale im deutschen Journalismus zu heben. Und es gibt tolle Herausforderungen durch diesen digitalen Medienbruch. Ich gehe auf alle 3 Punkte kurz ein, was ich dazu denke. Erst ein paar Worte zum Thema Ressourcen. Wer Journalist wird, muss Neugier mitbringen. Das ist eine der Hauptauswahlkriterien an Journalistenschulen seit vielen Jahren. Das bedeutet leider nicht, dass jeder Journalist sein Leben lang neugierig bleibt. Wer heute junger Journalist in der Redaktion wird, stellt das unter anderem dadurch fest, dass manche ältere Kollegen, Beamten gleich auf ihren festen, betonierten Stellen einschlafen. Dass sie sich verweigern den Neuerungen, die nicht nur die digitale Revolution uns gebracht hat, sondern im Grunde jede Neuerung inhaltlicher Art erstmal ablehnen, weil man ist da 8 Stunden und dann geht man auch wieder heim. Das Tarifsystem, das Dienstjahre belohnt statt Leistungen, honoriert das auch noch. Ich glaube tatsächlich, dass das eine sehr frustrierende Geschichte für viele junge Journalisten ist, die ich zumindest kenne. Weniger in meinem eigenen Haus, das muss ich auch ehrlich sagen, sondern
sehr viel stärker. Ich fahre viel durch die Republik, unterhalte mich gerade auch mit vielen Leuten in kleinen Verlagen, weil mich eine Sache neben der Frage, wie überlebt eine überregionale Zeitung, tatsächlich auch ganz persönlich die Frage umtreibt. Wir haben sehr viele Regionalzeitungen in Deutschland, denen es wirtschaftlich noch sehr viel schwieriger geht als uns Überregionalen. Ich habe im letzten Jahr 5 regionale Zeitungen besucht und in allen habe ich diese Klagen gehört, die ich jetzt gerade gesagt habe. Wir würden ja gerne, aber die darüber verstehen das nicht. Die Älteren werden jetzt dann bald alle pensioniert, aber wir wissen nicht, ob wir deren Stellen kriegen. Ich glaube, dass dieser Frust irgendwie berechtigt ist angesichts der Herausforderungen, vor denen unsere Branche steht und auch angesichts dieser vielen Sanierungssparrunden in den Verlagen, bei denen es selbst ausgezeichnete Talente eben schwierig haben, heute noch eine feste Stelle zu finden im Journalismus. Die Ressourcen werden knapper, die Budgets werden knapper, die festen Stellen werden rarer, schon die Mittel für einfache Recherchen fehlen oft. Und mein Punkt ist nur, zum Anfang zurück, es hilft wahrscheinlich nicht, wenn wir darüber klagen. Wenn wir nicht in einer Abwärtsspirale aus Frustration, Leserschwund, Sparaktionen, Qualitätsverfall langsam als Branche, als Beruf, als Profession, als Handwerk, wie immer wir es nennen wollen, nach unten taumeln wollen, dann müssen wir tatsächlich alle verbleibenden Ressourcen, aber vor allem uns selbst aktivieren. Das ist die wesentliche Aufforderung an alle jungen Journalisten, wie sie hier sitzen, gerne auch an Ältere. Die wirklich historische Aufgabe ist es in diesen Jahren, dass wir unseren Beruf, den Journalismus, in die digitale Ära hinüberretten müssen. Das ist die zentrale Aufgabe, die diese Generation jetzt gerade hat. Das ist das, wofür ich arbeite, wofür wir alle arbeiten müssen. Damit sind wir bei den Herausforderungen. Ich habe neulich in einem Medium-Magazin gelesen, ohne die genaue Quelle damit benannt zu haben, ein Zitat einer ausgezeichneten jungen Journalistin. Zitat: Online schreibt ja jeder Hans und Franz. Die gedruckte Zeitung macht etwas Tolles. Sie filtert, sie gewichtet. Also nochmal, online schreibt ja jeder Hans und Franz, die gedruckte Zeitung macht etwas Tolles, sie filtert und gewichtet. Ich habe mich jetzt mit dieser Kollegin nicht weiter unterhalten, ich weiß nicht, ob sie da womöglich verkürzt zitiert worden ist oder sonst was, aber im Ernst, solchen Unsinn kenne ich nur von älteren Kollegen, die einfach beschlossen haben, blind zu sein gegenüber dem, was da draußen gerade passiert. Die Haltung gegenüber dem Digitalen, was sich darin ausdrückt, in diesen 3 Sätzen, ist zweifellos gerade die größte Herausforderung für unseren Beruf und wie wir da sitzen. Es ist 2012 und trotzdem liest man solche Sätze noch von Menschen, die unter 30 sind. Ich weiß nicht warum. Die Zeitung jener zitierten Kollegin ist heute gefühlt halb so dick wie vor 10 Jahren. Sie hat keine Anzeigen mehr und der Verlag meldet Wachstum ausschließlich noch im Digitalen. Man kann Papier durchaus lieber haben als Bildschirme, aber wenn die nächste Sparrunde kommt, dann wird einem das nicht helfen. Dann kann man sich davon trotzdem keine Lebensmittel kaufen. Ich sage jetzt nicht damit, dass die Zeitung dem Untergang geweiht ist. Das ist Quatsch. Sie wird noch jahrelang gutes Geld bringen. Das Problem ist nur, niemand weiß, ob sie genug Geld bringt, um die Redaktion in dieser Stärke, wie wir sie heute haben, zu finanzieren. Niemand weiß, ob sie genug Geld bringt, um noch Reportagen zu finanzieren, die man gerne liest. Niemand weiß, ob es für alle, die wir hier sitzen, noch genug Jobs geben wird. Das wissen wir eben nicht, ob Zeitungen dafür aufgestellt sind. Ganz sicher ist es aber für mich, dass es nicht am Papier hängt als Verbreitungsform. Ich kenne genügend Papiermedien, in denen jeder Hans-Franz-Dampf im Lokaljournalismus seine Vereinsberichte einfach mal reinschreiben darf. Und ich kenne genug Regionalzeitungen, in deren Politikteilen überhaupt nicht sortiert wird und gewichtet wird. Ich kenne genug Online-Portale, die das machen. Ich glaube, das Netz ist tatsächlich manchmal Hans und Franz, aber vor allem ist es für viele, vor allem junge Leute, also das Zukunftspublikum, die Heimat geworden. Das erste Medium, das man am Tag benutzt und das letzte, nämlich auf dem Handy. Aber dazwischen auch am Bildschirm und. Die digitale Welt ist vermutlich unsere größte Chance, wenn wir uns retten wollen. Die können wir nicht nutzen, diese Chance, wenn wir nicht anfangen, sie zu lieben. Journalisten machen sich's lebensgefährlich leicht, um das mal so zu sagen, wenn sie Print mit Qualität gleichsetzen. Ich kenne genug Internetseiten, die filtern und gewichten. Und
ganz ehrlich, die Zeitungen, von denen ich gesprochen habe, in deren Lokalteilen Vereinsberichte stehen und in deren Politikteilen nicht viel mehr passiert als irgendwie das Abdrucken von Nachrichtenagenturen, diese Zeitungen werden wahrscheinlich kaum überleben. Und ganz ehrlich, was soll's? Mit Print oder Online hat das nichts zu tun, sondern mit Nicht-Journalismus. Ich glaube, für Nicht-Journalisten müssen wir tatsächlich nicht wirklich kämpfen. Wir müssen gerade als junge Generation, zu der ich mich irgendwie auch noch zähle, dafür kämpfen, dass das Journalismus überlebt, egal in welchem Medium. Damit zu dem Positiven, zu den Potenzialen und den Preisträgern dieses Abends. Weil ich glaube, dass eine Kernfrage, die wir uns immer und immer wieder stellen müssen, tatsächlich die ist, was schätzen Leute heute noch am Journalismus? Die Antwort auf diese Frage zeigt uns, wo das größte Potenzial für die Zukunft unserer Zunft liegt. Und die Preisträger, wie sie hier sitzen mit ihren Reportagen, liefern zumindest einen Teil der Antwort. Sie werden die Texte gleich vorgelesen bekommen. Und Sie werden merken, die Preisträger bringen in den Texten den Lesern Welten nahe, die den normalen Leser normalerweise verschlossen bleiben. Sie erzählen Geschichten, die man eben nicht schon tausendmal gehört hat. Die Geschichten weiten unseren Blick auf die Welt. Sie haben eine Haltung zum Thema, ohne dass sie parteiisch werden darin. Kurz, sie machen uns schlauer mit den Geschichten. Und das ist das, was guter Journalismus immer geschafft hat. Das ist, was er auch in Zukunft schaffen muss, sonst verliert er seine Berechtigung und sein Publikum, was für mich klar macht, in Zeiten schwindender Ressourcen und digitaler Herausforderungen ist das dieser Good Old Journalism, wie man es dann so gerne nennt, eben das größte Potenzial nach wie vor, wenn er sich die Mittel der Moderne erschließt. Unser Beruf hat in den vergangenen Jahren genug gelitten durch Überboulevardisierung, auch durch Online-Medien und gerade auch befördert durch Online-Medien, durch Hektik-Journalismus, durch Trivialisierung, durch PR-Hörigkeit. Diese Reportagen zu lesen war dagegen eine sehr schöne Abwechslung, gerade wenn man irgendwie in diesem hektischen Nachrichtengeschäft arbeitet wie ich. Ich sage, in den vergangenen Jahren, und deswegen haben wir uns auch entschlossen, diesen Preis zu unterstützen, in den vergangenen Jahren ist ein Wort zum geflügelten Wort geworden, Menschen gehen in die Medien, weil sie was mit Medien machen wollen. Ich habe davon genug. Ich glaube, das ist nicht das, worauf wir Journalismus bauen können. Ich glaube und hoffe, dass die Leser diese latente Verflachung im Journalismus nicht dauerhaft honorieren. Wenn wir es herausfinden wollen, müssen wir für die ganz alten und ewigen Werte des Journalismus kämpfen, für das präzise Hinschauen, für die Neugier, für den ungetrübten Blick auf die Welt, den Willen zur Aufklärung in schlichter, klarer Sprache, und das ist etwas, was für mich die drei Reportagen alle erfüllt haben. Sehr, sehr gut, und ich wünsche damit jetzt viel Spaß und danke den Preisträgern für die Texte. Außerdem allen, die mit uns diesen Preis ausgerichtet haben, dass das möglich war. Vielen Dank. Und natürlich Pauline, ohne die dieser Preis, glaube ich, so nie möglich gewesen wäre. Vielen Dank. Dankeschön. Stefan Klöchinger, Chefredakteur von Süddeutsche.de, vielen Dank für die Laudatio. Das ist doch schon mal ein sehr schöner Einstieg in diesen Abend. Und wir steigern uns heute Abend vom dritten zum zweiten zum ersten Preisträger. Das wird dann vorgetragen von der Schauspielerin Bettina Gras. Und bevor wir dazu kommen zum dritten Text, wollen wir gerne noch eine andere Arbeit lobend erwähnen. Und zwar haben wir ja auch dazu aufgemuntert, Multimedia-Inhalte zu schicken. Das heißt Audiobeiträge oder Videobeiträge. Und wir haben eine Arbeit bekommen, wo es eine Reportage gab und darüber hinaus auch noch eine Audioslideshow. Diese Audioslideshow ist gemacht von Fritz Schumann. Fritz ist auch heute Abend hier. Du musst nur nicht hochkommen, dauert noch ein bisschen. Ich erzähle noch was zur Audioslideshow und wir gucken sie uns dann auch an und dann sprechen wir drüber. Und zwar hat Fritz was gemacht zum Aussterben des Lichtdruckerhandwerks. Und damit hat es nicht zu einer Platzierung gereicht, aber wir möchten die Arbeit trotzdem hier in diesem Rahmen lobend erwähnen und damit auch jungen Kollegen Mut machen, sich an so einer Form auszuprobieren, weil diese Form doch anders ist als jetzt ein Audiobeitrag oder ein Videobeitrag. Und wie anders er ist, das werden wir gleich merken und wir spielen es jetzt ab.
Mein Name ist Uwe Scholz. Ich habe den Beruf eines Lichtdruckers mal in den 60er Jahren erlernt und übe ihn seitdem aus und bin jetzt seit 1982 hier der Werkstattleiter. Habe also nie tatsächlich was anderes gemacht. Gehöre also demzufolge zu den glücklichen Menschen. Ne? Das ist in erster Linie nur Gelatine mit einem Sensibilisierungsmittel wegen der Lichtempfindlichkeit. Wobei also die Glasnegativplatte eine sehr dünne ist, während die Druckplatte 8 mm relativ stark wieder ist. Die Platten wurden übereinandergelegt, in die Sonne geschoben und dann gibt es einen Lichtgerbungsprozess. Das heißt, ich übertrage dieses Glasnegativ 1:1 in die spätere Druckschicht. Und die bildet dann ein sogenanntes Quellrelief und wir drucken halt von der Glasplatte. Statistisch haben die wahrscheinlich 1000 Platten zerschabelt, bevor sie die Einstellung hin hatten, aber es hat letztendlich funktioniert. Und dann gibt es für Deutschland dieses mehr oder weniger berühmte Datum, jedenfalls für den Lichtdruck, das war 1868 auf irgendeiner Druckmesse in Hamburg, hat dann ein gewisser Herr Albert aus München, Hoffotograf seines Zeichen, also den Lichtdruck sozusagen als Patent angemeldet, und seitdem gibt es das. Dann war das eine ganze Zeit lang so das erste industrielle Massendruckverfahren, weil man vom Stein nicht wirklich weiterkommt als Hamburg. Und man kam hier immerhin so bis auf 1000, 2000. Es hat sich so herausgestellt, dass dann im Laufe der Jahre der eine und der andere und dann immer mehr zumachten. Da sind auch richtige Fehlentwicklungen gelaufen, logischerweise. Man hat also versucht, dieses Verfahren massentauglich zu machen und sowas. Und das hat am Ende nie wirklich funktioniert. Und demzufolge musste man also tatsächlich in die Nische. Und dann war halt der Bedarf nicht mehr in dem Sinne da, wie er vorher mal da war. Wir haben uns dann auf die sogenannten Faksimilierungen für Museen und Archive und ähnliche Einrichtungen spezialisiert, wo es dann in der Regel um das eine Stück als Ausstellungsstück geht, was dann eben nicht eine Reproduktion ist, sondern ein Faksimile. Und das Anspruch ist dann eben, dass es also zumindest für den normalen Betrachter vom Original nicht zu unterscheiden ist. Zweite Strecke ist, dass wir mit Künstlern zusammenarbeiten, indem wir also Druckgrafik im klassischen Sinne herstellen, bloß mit unseren Methoden, unseren Mitteln. Wir haben halt keinen Stein, wir haben keine Metallplatte, die man ätzt oder sonst sowas, sondern wir haben eine Glasplatte mit einer Gelatineschicht und arbeiten dann über gesteuerte Quellprozesse, suchen dann ein künstlerisches Produkt zu erstellen. Mein Name ist Janine Kittler, ich bin 27 Jahre alt, die jüngste Lichtdruckerin und eigentlich auch die erste Lichtdruckerin. Ich glaube, es gab keine Frauen vorher. Ne. Ich habe seit 5 Jahren das Handwerk des Lichtdrucks erlernt und werde noch weitere 5 Jahre mindestens brauchen, um alles zu können. Aber ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg und es ist für den Lichtdruck, glaube ich, endlich mal wieder eine Chance, das doch noch über ein paar Jahre weiterzutragen und vielleicht sogar das Wissen auch weiterzugeben. Dieses Handwerk ist eben sehr körperbetont auch. Also man kann das schlecht ausüben, wenn man hier nicht mit dem Herzen dabei ist und einfach diese ganze Anmutung, die 100 Jahre alten Maschinen und alles, das ist natürlich für mich ein Arbeiten, das hätte ich mir eigentlich nie vorstellen können, dass es das heutzutage überhaupt noch gibt. Und natürlich sind die Kollegen hier auch, es ist einfach alles sehr familiär, wir kämpfen zusammen und das schweißt zusammen. Das Hauptproblem ist, dass wirklich dieses Handwerk ansonsten aussterben würde. Ich bin auch nach 40 Jahren gekommen und habe Interesse gezeigt und habe auf einmal angefangen, das zu lernen, auch wenn mir das natürlich von Anfang an eigentlich überhaupt keine Perspektive geboten hat. Einfach die Sache an sich ist für mich Perspektive genug. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwann keinen mehr interessiert. Und ich baue da einfach auch auf die Vernunft der Menschen, dass man irgendwann mal wieder ein Stück mehr zur Qualität kommt und nicht mehr die Quantität im Vordergrund steht. Sehr schön. Magst du kurz auf die Bühne kommen? Jetzt darfst du. Wir haben hier auch drehende Stühle, auch ein Mikrofon, genau, und ein Wasser. Ja, Fritz, schön, dass du da bist. Vielleicht magst du uns erzählen, wie du auf das Thema Lichtdrucker gekommen bist. Lichtdruckerhandwerk. Ja, ich glaube schon. Hallo? Ja. Also muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich studiere in Hannover Fotojournalismus und da produzieren wir halt in regelmäßigen Abständen Fotoreportagen. Und das Ziel dieser Reportagen ist, dass sie ohne Text funktionieren können, dass im Prinzip der gesamte Inhalt durch die Bilder transportiert wird und gleichzeitig auch eine gewisse ästhetische Ebene bedient wird.
Und wir haben halt alle zwei Wochen ein neues Thema und ein Thema war eben aufsterbendes Handwerk. Habe ich halt ein bisschen gesucht. Und ich wollte halt unbedingt was machen, was das Letzte seiner Art ist. Das fand ich als Thema sehr spannend. Wie die Leute halt damit umgehen, dass das ihr Handwerk quasi vor ihren Augen ausstirbt, dass quasi jeder Arbeitstag der letzte sein könnte. Und bin dann halt so auf den Lichtdrucker gekommen und habe die angeschrieben, ob sie es vorstellen können, dass ich die ein, zwei Tage begleite mit der Kamera und bin dann nach Leipzig gefahren und habe die halt ihren den Arbeitsprozess so begleitet und interviewt. Und hast du schon oft solche Audio-Slideshows gemacht? Das ist ja so ein neueres Phänomen jetzt in Deutschland. In den USA gibt es das schon lange, also lange schon seit 5 Jahren intensiv. Zu uns ist es so vor 2 Jahren geschwappt und es gibt einzelne Medien, die das intensiver betreiben, zum Beispiel die Taz oder die FAZ oder auch andere Medien, aber eher unter ferner liefen. Also ist es so, dass du schon mehrere solche Audio-Slideshows produziert hast und sie vielleicht auch an Medien verkaufen konntest? Ja. Also die erste Slideshow, also das Thema Slideshow interessiert mich schon sehr lange. Also was du gerade als Beispiel auch genannt hast, die Taz, die haben ja dieses sehr erfolgreiche Format Berlin-Folgen, welches auch dieses Jahr mit dem Grimme Online-Preis ausgezeichnet wurde. Die Berlin-Folgen werden, also die Firma, die das macht, wurde gegründet von einem Absolventen meiner Schule, meines Studiengangs. Die Fotografen, die dafür arbeiten, sind fast ausschließlich von meiner Uni. Es hat also eine gewisse hannoversche Bildsprache, wenn ich das so formulieren darf. 2470 Media. Genau, von Michael Hauri, den ich seit einer Woche auch als Dozenten habe. Deswegen verfolge ich halt diese Multimedia-Geschichten schon länger und ich fand das halt sehr spannend. Hab dann lange mich gefreut, als ich endlich mein Aufnahmegerät kaufen konnte, habe ich mich so gefreut, endlich so eine Geschichte machen zu können. Und die erste, die ich gemacht habe, das war eine Auftragsarbeit in Tokio. Also ich habe ein Jahr lang in Japan gelebt, bin auch regelmäßig noch dort, also ich fahre in 2 Wochen wieder hin. Und das war so, die Idee war, ein Tag in Tokio, dass quasi nur durch Geräusche der Stadt das lebendig wird mit Bildern. Und habe seitdem halt sehr viele Slideshows gemacht. Also ich arbeite jetzt gerade an einer, die ich eher als Multimedia-Geschichte bezeichnen würde, weil ich halt mehr Elemente einarbeite als jetzt nur Fotos und Ton. Die Geschichte ist über zwei hochbegabte Mädchen, 14 und 17 Jahre alt. Die 14-Jährige studiert an der Uni Hannover, Linear Algebra, geht parallel halt aufs Gymnasium in der 8. Klasse, um den Kontakt zu Gleichaltrigen zu halten. Und es braucht halt dieses Medium der Multimedia mit Fotos, mit Ton vor allem, dass man versteht, wie diese Hochbegabten ihre Welt wahrnehmen. Also was man im Prinzip nicht visuell darstellen kann, sondern halt durch Ton. Und das ist halt enorme Bereicherungen. Man kann eine sehr, sehr tiefe Atmosphäre schaffen und das finde ich halt sehr faszinierend daran. Und seit dieser Slideshow habe ich 4, 5 gemacht und habe jetzt auch sehr viele Fehler entdeckt, die ich eigentlich hätte ausbessern können, aber man wird ja besser mit der Zeit. Und wie ist es mit den Medien? Also es ist ja sehr zeitaufwendig. Und sind die Medien bereit, das auch zu finanzieren? Oder ist es dann eher so, dass es als Hobby läuft? Und du dein Fotografendasein quasi dein Hauptjob sein wird dann nach dem Studium? Also das schwierig zu sagen. Also ich sehe mich primär nie als Fotograf oder ich sehe mich primär nicht als der Journalist, sondern ich mache beides. Ich mache neuerdings auch Video. Also was mir halt wichtig sind Geschichten. Und je besser ich die Geschichten erzählen kann, also es ist mir wichtig, die Geschichten sehr gut zu erzählen. Und mit Ton, Foto schafft man halt eine sehr dichte Atmosphäre und das ist mir sehr wichtig. Ob Klienten das annehmen, ja, also die erste, die ich gemacht habe, das war direkt der Auftrag. Weil die Klientin wollte Video. Sag ich, okay, das kann ich mit der Kamera, die ich damals hatte, konnte ich das nicht, aber ich kann Videos mit Fotos aneinander schneiden mit Ton. Es ist ein schwieriges Thema, weil, wie du sagst, es braucht sehr viel Zeit. Ich habe für das jetzt, das war halt ein Tag Recherche quasi, rauszufinden, Kontakt aufbauen, dann 2 Tage halt in Leipzig, dann 2 Tage halt die Bilder durchsehen, bearbeiten, selektieren, 1 Tag Schnitt. Jeweils Ton und Video. Bezahlen tut es keiner. Es ist im Prinzip 5-6 Tagesgage. Und da habe ich mich letzte Woche auch mit Michael Hauri drüber gestritten, nach dem Kurs bei ihm. Die Berlin-Folgen, die ja ausgezeichnet sind und wirklich so das
Gesetz haben, wie man sowas machen sollte. Die rechnen sich nicht. Und darüber spricht Michael Hauri auch sehr ungern. Und mich, die Berlin-Folgen bitten jetzt um Spenden. Und ich habe irgendwo, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich finde das Zitat sehr schön. Es war auch im Zusammenhang mit Journalismus. Betteln ist kein Geschäftskonzept. Und sobald man halt anfängt, irgendwie um Spenden zu bitten für ein journalistisches Format, rechnen sich jetzt nicht. Und bei Berlin-Folgen war es halt früher so, die haben halt einen Cutter gehabt, einen Tonmann, einen Fotografen, einen Redakteur, also mehrere Leute, mehrere Tage Arbeit haben. Heute macht das alles größtenteils der Fotograf. Der Fotograf, von dem wird jetzt erwartet, dass er Ton kann, dass er schneiden kann, dass er auch Video kann. Und ich finde es... Also ist es kein zukunftsträchtiges Genre. Es ist eine ganz eigene Form. Es ist halt, ich würde sagen, die Form ist zu neu, als dass Leute gewöhnt sind, dafür zu bezahlen. Mhm. Und diese Form kann halt nur online existieren. Und wo Leute noch weniger gewöhnt sind, dafür zu bezahlen. Ich persönlich werde weiterhin Multimedia und Audio-Slideshows machen, weil ich es persönlich sehr spannend finde, weil mir die Geschichte meistens wichtiger ist als das Geld, was ich dafür kriege. Wobei ich aber natürlich abwägen muss, weil irgendwann geht mir auch das Geld. Also momentan ist es ganz gut, dass ich halt, ich mache als Fotograf auch PR-Jobs und dann kann ich halt diese Langzeitreportage mit den Mädchen kann ich finanzieren. Also das ist ja wirklich mehrere Tage in der Woche hingehen, einfach nur da sein, Vertrauen gewinnen, gucken, was passiert und weniger darauf, also warten, im Prinzip in der Warteschlange verharren, dass die Geschichte sich halt vor dem Auge entfaltet. Und das ermöglicht mir halt PR-Jobs. Und ich werde, also ich, wo wir gerade das vorhin das Thema hatten, ich erwarte nicht, dass ich in meinem Leben jemals eine Festanstellung als Journalist oder Fotograf sehen werde. Und ich finde das Leben als Freier auch ganz angenehm, weil ich sehr viel machen kann. Ich weiß, vor 2 Wochen war ich in Finnland, habe da eine Geschichte gemacht über ein Saunaauto. Also relativ lustig so, was dann halt in Autozeitung läuft. Also nichts Weltbewegendes, aber das finanziert dann wieder bewegendere Sachen. Also ja, müssen wir deine Frage zu beantworten. ich werde weiter Multimedia machen. Ich erwarte aber nicht, dass ich dafür, dafür so bezahlt werden würde, wie es der Aufwand verlangen müsste oder verlangen würde. Ja, das ist eine allgemeine Tendenz, dass Kollegen mit PR-Jobs ihren eigentlichen Job querfinanzieren. Das ist ein anderes Thema, darauf gehen wir jetzt nicht näher ein. Ich hätte gern noch die letzte Frage beantwortet von dir. Was macht in deinen Augen eine gute Audio-Slideshow aus? Was muss die mitbringen? Was muss die können? Ich war mit der Kollegin da vorne vor 2 Jahren in Palästina und da hat mir ein Regisseur etwas gesagt, was, glaube ich, ganz gut passt. Mhm. Guter Ton rettet schlechtes Bild. Was bedeutet, dass man halt primär halt auf den Ton achten sollte und was die Leute sagen, wie man das fragt. Gleichzeitig aber sollte man auch ein bisschen spannende Bilder bringen, weil muss ja irgendwas passieren für die Augen. Also ich habe in letzter Zeit sehr viele Audio-Slideshows gesehen von jungen Journalisten, wo halt genau das gesagt wird, ja, seid doch jung, macht da mal Multimedia und so, ist doch jetzt neu. Wo halt die Fotos halt das Schwächste immer sind, finde ich. Und das finde ich halt sehr schade. Ich meine, das kann man natürlich auch nicht erwarten, dass man alles perfekt kann als junger Journalist. Ich finde, man sollte sich dann halt die Mühe machen, sagen, hey, ich als Texter kann irgendwie Fragen stellen, mache ich halt mal Ton. Gebe mir irgendwie kurz vor 5 Stunden Tutorial, wie ich Ton aufnehme und nehme dann einen Fotografen mit, der halt das kann, so der halt Geschichten oder Inhalt erzählen kann in Bildern. Also das ist halt im Prinzip das Äquivalent zum Lokaljournalismus, wo gesagt, ja, gehst du mal zum Kaninchenzüchter und nimmst noch eine Kamera mit, machst ein paar Bilder so. Geschichten erzählen in Bildern ist halt nicht nur irgendwie Bilder machen, das ist halt sehr, sehr speziell. Und da sehe ich eigentlich die, von den meisten Audio-Slideshows, die ich sehe, die größte Schwäche sind die Fotos. Ich finde, daran sollte in Zukunft mehr gearbeitet werden. Aber es ist halt, wie gesagt, wenn man den Arbeitsaufwand schon nicht für eine Person bezahlen kann, dann noch Fotografen, ist schwierig. Also bei dir war auf jeden Fall das Stärkste die Bilder und nicht das Schwächste. Und deswegen, ja, bedanken wir uns auf jeden Fall, dass du dich mit der Audio-Slideshow bei uns beworben. Also darfst du nicht von der Bühne gehen, wir haben noch eine Urkunde für dich unter der Kategorie besondere Erwähnung und noch einen Blumenstrauß haben wir auch. Ich lege kurz das Mikrofon ab.
Ja, mit dieser innovativen Form würden wir natürlich nächstes Jahr gerne noch mehr sehen. Und von der kommen wir jetzt praktisch schon zum dritten Preisträger. Und zwar wird jetzt vorgetragen von Annette Mädel wiederum von der Böll-Stiftung, was die Jury so toll fand am dritten Preisträger, beziehungsweise es ist eine Preisträgerin, Lena Kampf. Der dritte Preis geht an Lena Kampf. Lena Kampf ist 28 Jahre alt. Lena Kampf erzählt mit ihrer Reportage, Maria wird nicht scheitern, die Geschichte eines griechischen Wirtschaftsflüchtlings. Maria Matarche ist mit Anfang 20 von Rumänien nach Griechenland eingewandert und hat versucht, dort Fuß zu fassen, um sich dort auch ein neues Leben aufzubauen. Aufgrund der Wirtschaftskrise geht der Plan nicht auf, beziehungsweise wird immer schwieriger, sodass sie mit ihrem Mann Nico nach Deutschland ausgewandert ist. Dazu muss man sagen, dass Maria nicht zu den Wirtschaftsflüchtlingen gehört, die mit mehreren Sprachen ausgestattet und Hochschulabschlüssen in der Tasche nach Deutschland kommen. Die Autorin Lena Kampf schildert ihre Hauptprotagonistin Maria plastisch und entdeckt überraschende Facetten. Besonders preiswürdig findet die Jury den Text auch deshalb, weil Lena Kampf darin ein Problem anspricht, das in Deutschland immer häufiger auftritt, die Tendenz zur Ausbeutung von Wirtschaftsflüchtlingen. Lena Kampf fragt nach und hakt nach und dadurch und vor allem dadurch gelingt ihr eine besonders tiefgründige Reportage. Dafür wird sie in diesem Jahr mit dem dritten Preis ausgezeichnet. Herzlichen Glückwunsch. Bitte Tina Gras. Genau. Ja. Guten Abend. Ins Exil für 800 Euro. Arme Griechenland-Auswanderer. Von Lena Kampf. Noch der Hinweis, der Familienname wurde in der Reportage geändert. Junge Griechen brechen voller Hoffnung nach Deutschland auf. Inzwischen auch viele, die mangels Bildung kaum Chancen auf einen Job haben. Das Drama der Familie Maraki. Wie zwei Eheleute in die ostdeutsche Provinz flohen, ein Desaster erlebten und nun plötzlich in Berlin gestrandet sind. Als die Wirtin aus Deutschland anrief und sagte, sie sollten kommen, da habe sie wieder diese Euphorie gespürt, sagt Maria Maraki. Ein paar Monate ist das her. Die Reisetasche gepackt, dem 6-jährigen Janni einen Kuss gegeben und dem 3 Monate alten Dimitri das letzte Mal die Brust. Die Kinder blieben bei ihrer Schwester in Korinthos. Dann stiegen Maria Maraki und ihr Mann Nico ins Flugzeug. OK 0421 und OK 0516, Athen, Prag, Prag, Berlin. 800 Euro pro Monat pro Person, dazu Essen und Unterkunft, so stand es in der Anzeige der Internetjobbörse karriera.gr, erzählt Maria. Am Telefon habe die Wirtin gesagt, Nico werde Teller waschen und Maria die Salate machen in der Küche einer griechischen Taverne in einem Ort irgendwo in Ostdeutschland. Monatelang hatten Nico Maraki in Griechenland vergebens einen Job gesucht, Die Fabrik, in der Maria als Sekretärin gearbeitet hatte, war schon länger pleite. Eurokrise, Sparprogramm. Dann wurden noch die Sozialhilfe und das Kindergeld gekürzt, das Ehepaar konnte die Miete nicht mehr zahlen. Es war ein persönliches Scheitern für Maria Maraki. Vor 10 Jahren, mit Anfang 20, war sie von Rumänien nach Griechenland eingewandert. Sie wollte mehr vom Leben als das, was für Menschen wie sie vorgesehen schien. Als sie Nico kennenlernte, als sie immer nach der Arbeit hinten auf seinen Roller stieg, da habe sie schon einmal diese Euphorie empfunden. Jetzt, als die Wirtin aus Deutschland anrief, stand ihr die Welt wieder offen. Bald würde sie richtig für ihre Kinder sorgen können. Diesmal würde sie nicht scheitern. Als das Flugzeug abhob, hielt sie ganz fest Nikos Hand, sagt sie. Rund 25.000 Menschen sind dem Statistischen Bundesamt zufolge im vergangenen Jahr von Griechenland nach Deutschland gekommen. Migrationsexperten sprechen von 60.000 inklusive Dunkelziffer. 22% Arbeitslosigkeit, die Kürzungsprojekte der griechischen Regierung, generelle Zukunftsangst,
Die Auswanderer aus dem Süden der EU haben viele Gründe. Die ersten waren jung, hochqualifiziert und mehrsprachig. Mittlerweile flüchten sogar jene vor der Krise, die auch in Deutschland mangels Ausbildung, Sprachkenntnissen und Kontakten wenig Chancen haben. Die Marakis hatten in Deutschland die Adresse der Taverne, sonst kannten sie niemanden, sagten sie. Es habe geschneit, als sie aus dem Regionalexpress stiegen. An einer Kreuzung das Restaurant, ein Neonschild über der Eingangstür: griechische Gastlichkeit. Drinnen dunkle Holzvertäfelungen, Plastikstatuen in Gold, an der Bar Familienfotos. Vielleicht hatte Maria Maraki sich in ihrer Euphorie falsche Vorstellungen gemacht. Vielleicht hatte sie sich mit falschen Versprechungen ködern lassen. Nichts nutze, so habe die Wirtin sie gleich am ersten Tag genannt, erzählt Maria Maraki. Täglich 12 Stunden Arbeit, auch am Dienstag, dem Ruhetag, da sollte der Küchenboden geschrubbt werden. Im Dezember hätten sie und ihr Mann jeweils 400 Euro bekommen, die Hälfte des vereinbarten Gehalts, die andere Hälfte habe die Wirtin einbehalten, angeblich weil beide immer noch kein Deutsch gelernt hätten. Im Januar habe die Wirtin Nico 500 Euro gegeben und ihr selbst nichts. Sie habe aber wegen falsch drapierter Tomaten auf dem Salat sie angeschrien. Vollkommen wertlos bist du. Aus ihrem kleinen Zimmer über dem Restaurant blickte Maria Maraki auf ein sorgfältig renoviertes Fachwerkhaus. Es sei kalt gewesen, die Wirtin habe die Heizung abgestellt. Nachts mit Nico unter der einzigen Bettdecke habe sie an ihre Söhne gedacht. Durchhalten für die beiden. Zunächst erzählen nur die Marakis ihre Sicht und sie erzählen die Geschichte detailliert, sie klingt plausibel. Die Wirtin will dazu nichts sagen. Erst später, nach erneuter Konfrontation, äußert sich ihr Sohn zu den Vorwürfen. Keine Versprechen habe es gegeben, sagt er. Abgemacht sei gewesen, dass das Ehepaar Maraki erst einmal nach Deutschland kommt. Sie sollten schauen, ob ihnen die Arbeit gefällt. Die kam nun einmal nicht klar, sagt er wütend. Ob Lohn gezahlt wurde und wie viel, dazu will er nicht sagen. Aber er will wissen, wo die Familie sich jetzt aufhält. Sagen Sie mir, sind Sie noch in Deutschland? Zurück nach Griechenland, zurück zu Dimitri, der mittlerweile 7 Monate alt war. Das schlug Nico Maraki nach jenen Wochen in der Taverne vor. Doch Maria wollte das deutsche Leben noch nicht loslassen, das bessere Leben, das sie doch verdienten. Das Ehepaar Maraki packte wieder die Reisetasche. In Berlin, in einem Internetcafé, googelte Maria Greek Berlin Help. Nun steht sie in der Schlange im ersten Stock des Jobcenters in Neukölln. Ein babylonisches Stimmengewirr umgibt sie. Es ist stickig und laut, nur langsam geht es voran in Richtung der Eingangsmanager, die erhöht hinter 3 grauen Bildschirmen thronen. Sie wachen darüber, wer zu den Sachbearbeitern vordringen darf. Maria Maraki hofft, dass sie nicht mit dem Mann links am Fenster sprechen muss. Vor ein paar Tagen hat er sie einfach wieder weggeschickt. Ohne Deutsch kein Termin, habe er gesagt. Diesmal wird sie sich nicht abwimmeln lassen, sagt Maria Maraki. In der Hand hält sie ihr neues, deutsches Leben. Fest drückt sie die rote und die gelbe Plastikmappe an die Brust. Die vielen Formulare und Anträge hat sie sorgfältig in Klarsichthüllen gezwängt und darin abgeheftet. In der roten die für ihre Söhne. In der gelben die Unterlagen vom Jobcenter. Da soll auch die Bewilligung für die neue Wohnung in Gropiusstadt hinein, die sie haben will. Dass Maria Maraki nun hier ist, verdankt sie Pigi Murmuri. Die Sozialarbeiterin hat im 3 Straßen entfernten To Spiti viele Anträge mit den Marakis ausgefüllt. Das Haus, so nennen griechische Migranten ihre Anlaufstelle. Murmuri berät hier seit 31 Jahren. Zurzeit kommen mindestens doppelt so viele Menschen wie noch vor wenigen Monaten, manchmal bis zu 5.